Moin und willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder ohne Greenscreen, in dem ich euch mein Madwurst-Gesicht zur Schau stelle. Letztendlich heißt es, ich bin wieder auf Tour. Ich bin mega gespannt und der eigentliche Grund ist, warum ich jetzt hier so einen extra Aufriss mache, ist, weil ich dieses kleine Schätzchen testen möchte. Das ist die Insta 360 Grad X4. Neues Modell. Ich habe davor die X2 gehabt, die war schon richtig cool, die hat mir gefallen, aber das hier soll ein richtiger Gamechanger sein. 8K Auflösung, wenn ich es nachher konvertiere, sind es 4K und wenn ich es auf YouTube hochlade, ist es Full HD. In diesem Sinne, wenn du also Bock drauf hast, dann bleib dabei. Heute nehme ich euch mit auf eine Wanderung durch das idyllische Beltringharder Koog in Nordfriesland. Gestartet sind wir am kostenfreien Parkplatz. Hier und da konnten wir einen Schlenker machen und uns das Panorama geben. Bis auf den Wind, der ja normal bei uns im Norden ist, war das Wetter einfach nur Bombe. Dieser Ort hat eine lange und faszinierende Vergangenheit, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Hier trafen einst verschiedene Kulturen aufeinander und Spuren dieser Vergangenheit sind noch heute in der Landschaft zu finden. Als Flachlandbewohner müssen wir halt auf den Deichen rumklettern, weil es hier keine Berge oder krassen Felsen gibt. Aber hey, wir haben die geilsten Strände, auch wenn ich eher auf Urwald und Felsen stehe. So, die Tour geht jetzt los. Und mal schauen, was das Schätzchen hier so kann. Relativ windig. Ich weiß, dass ich jetzt schon auf jeden Fall wahrscheinlich erst noch einen Ticken nachvertonen muss alles. Ausgestattet mit Helikon Daypack, meiner UFPRO-Jacke plus Helikon Tech-Sleeves. Ich fahre bei dem Wind gut ausgerüstet. Was das Wetter angeht, war es an diesem Tag besonders windig, fast schon stürmisch. Der Wind peitschte über die weite Landschaft, sodass selbst die Ohren davon beeindruckt waren. Doch die Sonne strahlte vom Himmel und tauchte die Szenerie in ein warmes Licht. Die unberührte Landschaft und die Nähe zum Meer locken zahlreiche Vogelarten an, die hier ideale Brut- und Nahrungsbedingungen finden. Für Fotografen bietet sich ein wahres Paradies an Motiven, von malerischen Landschaften bis hin zu faszinierenden Tierbegegnungen. Nordfriesland besteht aus Inseln und Halligen. Die Halligen sind einzigartige winzige Inseln, oft vom Meer umspült, ein echtes Abenteuer. Das Wattenmeer, ein UNESCO-Weltnaturerbe, ist Heimat unzähliger Tierarten und perfekt für Wattwanderungen. Tauchen wir nun ein in die mythischen Geschichten dieser Region. Legenden ranken sich um verborgene Schätze und geheimnisvolle Orte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Nach 3 Kilometern waren wir endlich am Wasser und haben die mega Aussicht genossen. Kurz vor den Deichen gab es eine weitere tierische Begegnung. Einmal Moin gesagt und weiter des Schrittes, die Treppen rauf. Und dann endlich haben wir einen epischen Anblick präsentiert bekommen. Läuft hier mit dem Wind. Ein Erinnerungsfoto mit der Insta war natürlich Pflicht, bevor es weiterging. Jetzt wird es Zeit für eine Runde Seemannsgarn. Es handelt sich um eine Sage, die sich speziell über diesen Ort bis heute gehalten hat. Es heißt, dass vor langer Zeit, als die Nordsee noch wild und ungestüm war, ein tapferer Seemann namens Harald in den Sturm hinaussegelte, um einen verlorenen Schatz zu finden. Sein Schiff wurde von den Wellen verschlungen und Harald ertrank in den Fluten. Doch sein Geist fand keine Ruhe. Es wird erzählt, dass sein Geisterschiff, das von einem leuchtenden Leuchtturm geführt wird, immer noch durch die stürmischen Gewässer von Beltringharder Koog segelt. Diejenigen, die mutig genug sind, um sich dem Geisterschiff zu nähern, sollen den verlorenen Schatz finden können. Doch auf eigene Gefahr, denn Haralds Geist wacht über sein Vermächtnis.
gar nicht wendig hier. Ich sollte Recht behalten. Durch den Wind war es meiner Kamera nicht möglich, meine Stimme aufzunehmen. Und unser Erinnerungs-Selfie hat auch etwas gedauert. Aber seht selbst. Doch nicht nur Schafe, sondern auch die historische Bahnlinie fasziniert die Besucher. Die kleine Schmalspurbahn bringt ein nostalgisches Flair in die Umgebung und erinnert an vergangene Zeiten. Wer auf den Duft einer frischen Brise steht, wird hier belohnt. Kleiner Tipp, nehmt eine Mütze mit, unsere Ohren haben ordentlich was abbekommen. Es ist schon sehr cool, das Zusammenspiel von Wellen und Felsen zu beobachten. Und wenn dabei noch die Gischt im Gesicht fliegt, macht es den Ausflug zu was sehr Besonderem. Wir sind dann erstmal dem Weg gefolgt. Der Flachlandbewohner in mir fing langsam an, sich zu langweilen. Und das meine ich nicht böse. Ich stehe halt mehr auf Felsen zum Klettern und in der Wildnis abseits der Wege die Natur zu genießen. In der Hinsicht bin ich kein typischer Kieler, auch wenn ich meine Heimatstadt sehr mag. Ich bin nicht so der typische Ich-geh-mal-wandern-Mensch. Etwas Action brauche ich dann schon, weil ich coole Bilder mit meiner Kamera einfangen möchte und mich etwas sportlich betätigen will. Und der Drang nach Abenteuer sehr groß bei mir ist. Der Wind und die Gischt konnten mir das gerade ausmarschieren, aber ein wenig versüßen. Trotzdem kam ich auf meine Kosten und konnte etwas klettern. Während unserer Wanderung begegnen wir nicht nur der atemberaubenden Natur, sondern auch den charmanten Bewohnern der Gegend, den Schafen. Diese flauschigen Gesellen sind hier allgegenwärtig und prägen das Bild der Landschaft und gehören zum coolen Ambiente und ja, sind einfach putzig. Wenn ihr mal hier im Norden seid, empfehle ich euch einen Besuch. Die Landschaft ist echt sehenswert. Nordfriesland ist mehr als ein Urlaubsziel. Es ist pure Natur und Kultur. Lasst euch begeistern. So, wir sind wieder zurück an der Karre. Klamotten haben sehr gut gehalten bei dem Wind. Wie geht's deinem Haaren? Wieso sitzt? Drei Wettertaft. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ein paar Aufnahmen für euch dabei waren. Sehe ich ja erst nachher im Schnitt. Dann ist es eh zu spät. Hat meine 15.000 Schritte voll. 11,44 Kilometer. Und es ist gerade mal Mittagszeit. Home sweet home. Also, ich habe jetzt natürlich die Aufnahmen abgecheckt und ich bin begeistert. Letztendlich müsst ihr Feedback geben, wie fandet ihr die Aufnahmen, aber ich hatte richtig Spaß mit dem Teil zu filmen, damit bestimmte Dinge auszuprobieren. Natürlich hatte ich schon meine Vorkenntnisse durch die X2, aber die X4 jetzt, muss ich sagen, alter Verwalter, geiles Teil. Aber jetzt bist du gefragt, was sagst du zu dem Video, hat es dir gefallen? Wenn dem so ist, gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bring jetzt mal den Abo-Button zum Glühen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.